Yo Guys, grüßt euch und willkommen zu einem weiteren Pokémon Go Video. Ja, in dieser Folge zeige ich euch mal zwei schöne Sachen. Und zwar versuche ich hier Lavados im normalen Raid-Ablauf, jetzt am Wochenende war das, Solo zu klatschen. Mit Solo meine ich natürlich mit meinem Double-Account. Also 2 gegen ein Lavados. Das Ganze natürlich verpackt mit der Full Force Despota mit Steinkante. Was ich hier sagen muss, ist, dass jetzt nicht auf jedem Account, also ich habe 2, nicht auf jedem Account 6-mal Steinkante, Katapult mit Steinkante vertreten war. Das liegt daran, dass ich manche Katapult und Steinkante nicht maximiert habe. Und dementsprechend habe ich jetzt die einfach nicht mitgenommen, sondern auch ein paar mitgenommen, die jetzt nur Steinkante haben, aber dafür halt mehr WP halt. Reicht aber für dieses Lavados aus. Es ist auf jeden Fall mal was Neues, dass man halt, sage ich mal, ein 5er Raid solo klatschen kann. Das geht halt nur, weil halt das geliebte Despota, was gerne eingesetzt wird in Pokémon Go, durch Katapult und Steinkante halt, hat Lavados halt eine Vierfachschwäche. Das heißt, da kannst du locker mit 2 Accounts am Start sein. Also du selber oder mit einem Freund zusammen Lavados klatschen, wenn das Level passt, plus die Pokis selber gut gepusht sind, geht das eigentlich ohne Probleme. Das Ganze habe ich natürlich mit Zapdos und Arctos versucht. In diesem Video zeige ich Lavados und Arctos. Zapdos vielleicht in einem anderen Video, mal gucken. Was ich sagen muss, ist auf jeden Fall, dass sowas ziemlich interessant ist. Denn wo ich meinen zweiten Account hochgezogen habe, ist auch schon ein bisschen länger her, habe ich auf sowas, sage ich mal, ein bisschen tendiert. Jetzt nicht direkt ein 5er Raid, weil ich dachte immer bei 5er Raid, na, so 4-5 Accounts halt, ne, je nachdem, was für ein Poké in der Zukunft dazu kommt. Aber ich habe schon tendiert, so die 4er Raids halt mit 2 Accounts, sage ich mal, dementsprechend immer wegzusnacken. Ne? Und hier hat man gerade gesehen, dass es halt mit 2 Accounts locker flockig ausreicht. Was ziemlich gut ist, weil ich liebe, so welche Sachen zu testen. Im Community Day zu Lavados war es sogar möglich, solo, komplett solo, sprich halt ein Account gegen Lavados anzutreten. Das war machbar. Denn das war auch eine andere, ich weiß es jetzt nicht 100%, aber ich glaube, das war auch ein anderes Lavados, glaube ich, ne, mit anderer WP-Zahl. Ist aber schon ein bisschen länger her, da ich die WP-Zahl jetzt nicht komplett alle im Kopf habe. Des Weiteren gab es da noch so einen kleinen Trick mit dieser 300er Zeit, weil hier startest du schon unter 300 und dementsprechend kannst du da, sage ich mal, noch ein bisschen Zeit rausschoppen. Aber das ging auch, Freunde. Ich wollte es auch aufnehmen, nur das Problem war einfach, dass wir ein Power Raid gemacht haben. Bei uns in Power Raids war diesmal mit Lavados waren das 54 Raids in 3 Stunden, Freunde. Da bleibt nicht so viel Zeit in Sachen Videos machen, leider. Ob ich das in der Vergangenheit, in der Zukunft vielleicht ändern werde, falls so welche Raids noch stattfinden werden mit Power Raids. Mal gucken, Guys. Fakt ist, da ist man komplett fokussiert auf Raids, ne, auf neben das Viech, wenn er zu kleine WP-Zahl, zack, zum nächsten halt, ne, also komplette Fokus auf der ganzen Geschichte. Hier hat man gerade gesehen, dass ich Kyogre am Start hatte, habe ich aber mitgenommen, weil, wie gesagt, ich hatte nicht so viele Despotas auf einem anderen Account rumliegen, dass ich jetzt jedes einzelne hochgepusht habe. Muss ich irgendwann mal machen natürlich, aber hier reicht es aus. Hier hatte ich ein Problem, hier habe ich mir ein Handy ausgeliehen und ich wollte gerade beim iPhone, war das, glaube ich, das war ein iPhone-Handy, wollte ich mal den Account rein verbinden, also jetzt das Team wechseln und es passiert nicht. Und zwar muss man ja beim jedes Mal, wenn man sich ausloggt, oder halt, mit einem neuen Account sich auf ein anderes Gerät einloggt, muss man das Team schon vorher feststellen. Also festlegen, meine ich. Nicht feststellen, sondern festlegen. Das habe ich da nicht gemacht, weil ich dachte, ich habe es schon festgelegt auf einem anderen Handy. Also mein altes Handy auch zu Hause. War aber nicht der Fall. Hier war es halt natürlich, weil das Handy war halt am Start und das andere war ein fremdes Handy. Da musste ich sozusagen alles neu auswählen erstmal. Alle Despotas wieder rausholen. Das heißt, ich könnte, hätte theoretisch hier sogar noch mehr Zeit gehabt, wenn die Vorbereitung auf dem Handy jetzt besser wäre. War leider nicht der Fall. Deswegen war ich da ein bisschen länger raus. Da muss man immer aufpassen bei sowas, ne? Ob man dann alles vorbereitet hat, schnell Change, Superbeleber oder Topbeleber gesagt, reinballern, fertig, bam, 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 zack, nächstes halt, ne? Sehr wichtig, weil sonst, Sekunden zählen bei diesen Raids sehr viel. Und wie man schon sehen kann, bin ich hier schon bei 33 Sekunden, Freunde, ne? Und es sieht sehr gut aus. Ich habe so, wie gesagt, ich habe ein paar Lavados Raids gemacht, so solo.
Ab und zu mal auch natürlich einen dritten Kandidaten noch mit reingeholt, dass es noch vielleicht noch schneller geht. Aber hier hatte ich 20 Sekunden circa, sage ich mal, Restzeit, wenn man jetzt bedenkt, dass ich jetzt da meinen Account hinterher geswitcht habe. Auf einem anderen Handy halt. Also das ist auf jeden Fall flockig, ne? Und ich sag mal so, Shinies und so ein Kram brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das liegt einfach daran, dass ich einfach 10 Shiny Lavados Action hatte. Sprich, 10-mal Lavados in Shiny habe ich mir gegönnt. Und zwar am Lavados Raid. Also hier bei diesem Samstag, wo ich das gemacht habe, habe ich mir dennoch 3 Shiny Lavados gegönnt. Sogar Double. Back-to-back Shiny sogar. Alter Schwede. Aber nichts, sage ich mal, mit einer hohen Prozentzahl oder so. Alles kleiner als beim Community Day halt. Ja, also nichts Besonderes, sage ich mal. Trotzdem Shiny, Shiny, Freunde. Kann man später auf Let's Go rübertauschen, ne? Auf der Switch Let's Go. Und dann hast du halt einen Lavados drüber. Vielleicht ändert sich die WP-Zahl oder so. Oder die ganze Kalkulation. Kann ja sein. Dann hast du vielleicht einen 100er auf der Switch. Also Switch Release Let's Go halt. Ne? Man weiß es nicht. Man munkelt halt nur. Auf jeden Fall, beim Community Day hat sich das bisschen, war das zäh, das Viech zum Catchen, muss ich ehrlich sagen. Das war nicht ohne, also das war schon ein bisschen stressig, dass sich das Ganze nicht so einfach catchen lassen hat. Aber hier war es eigentlich ganz okay, alles easy. Waren jetzt auch keine krassen Bälle, die ich rausgeballert habe. Deswegen kann man da noch ein Auge zudrücken. Ja, das war's erstmal mit Lavados. Und jetzt geht's weiter mit dem anderen, und zwar Arktos. Hier bin ich sofort im Kampf sozusagen unterwegs. Ja, hier versuche ich das Ganze mit 3 Accounts. 2 Accounts war es nicht machbar, Guys. Keine Chance. Das liegt daran, dass man halt hier einfach keine Vielfachschwäche hat. Ne? Bei Lavados hat man halt natürlich die Vielfachschwäche. Das heißt, kannst du auch solo, je nachdem, halt Community Day. Und halt jetzt davor jetzt, gerade was man gesehen hat, sogar zu zweit konnte man das halt klatschen. Bei Zapdos sowie auch bei Arktos ist es zu dritt machbar. Ne? Locker flockig, sage ich mal. Manchmal muss man echt darauf achten, dass das Ganze schnell gewechselt wird. Also wir hatten auch mal den Fall, dass falsche Pokis genommen wurden. Die wurden erstmal reingezogen, also irgendwelche. Und schon kann es knicken. Also schon kommt es mit der Zeit nicht, weil das ist schon ein bisschen knapp, das Ganze. Ne? Aber ich finde das gut, dass man ab und zu mal auch so 5er Raids mit 2-3 Personen klatschen kann. Ich finde das nicht mal so verkehrt. So kann man halt gezielt jetzt von Arena zu Arena latschen. Schnell, bam, bam, bam. Mitnehmen, fertig halt. Nicht zu lange warten auf jemanden oder sagt trotzdem ab oder so ein Kram. Das ist dann halt immer so ein bisschen schwierig. Aber hier war es eigentlich sehr angenehm. Des Weiteren, Arktos gehörte zu der Rubrik, wo ich die wenigsten Shinies hatte beim Community Day. Das heißt, dementsprechend habe ich jetzt auch gerne halt mal einen Arktos halt mitgenommen. Lavo, das habe ich einfach mitgenommen wegen Bequemlichkeit, weil konnte man halt mit 2 Accounts wegrocken. Bei Arktos, wie gesagt, 3 und bei Zapdos auch 3. Zapdos hatte ich, glaube ich, einen mehr als Arktos bei diesen Community Legendary Raids, Power Raids. Das heißt, ich glaube, ich hatte 6 oder 7 Mal Zapdos in Shiny und Arktos 8 oder 9 Mal. Also eins mehr auf jeden Fall. Aber ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie viel. Irgendwann kann ich gerne mal ein Video machen, wo man halt dann natürlich die Shinies sieht. Dann können wir ja halt zusammen mal durchzählen. Oder ihr besucht mich mal auf meinem Twitch-Kanal, Freunde. Denn dort lade ich oder beziehungsweise streame ich jetzt demnächst wieder mal Pokémon Go. So ein bisschen Vorbereitung für die PvP demnächst. Weil PvP-Action wird auch sehr interessant sein. Und jetzt kann man halt sich natürlich im Twitch dementsprechend ein bisschen über Pokémon Go oder halt natürlich ein bisschen sich adden in Pokémon Go, weil viele Freunde habe ich da drin nicht in Pokémon Go. Das liegt daran, dass ich diese Nachricht einfach hasse. Das ist eine gute Frage. Was haltet ihr von dieser Message, wenn ihr online kommt? Erstmal steht da 5 Stunden lang, wer dir ein Geschenk gegeben hat und wer was aus dem Geschenk von dir bekommen hat. Ultra nervig, Freunde. Ich will es irgendwie, dass man das wegmacht, aber wahrscheinlich auf der To-Do-Liste bei Niantic oder so, keine Ahnung. Mega nervig, das stresst mich manchmal umso mehr, weil manchmal willst du Pokémon Go schnell verbinden, an der prallen Sonne, und oben rechts kannst du es nicht verbinden, weil die Nachricht nicht da halt im Weg ist. Mega nervig sowas. Deswegen habe ich sehr wenige Leute geaddet und muss jetzt auch sagen, dass ich jetzt am Wochenende wieder viele Leute geaddet habe, weil weil das Event dich dazu zwingt. So einfach ist das. Ne? Weil aus dem 7. Kilometer Eier kommt der Taurus und Kangama raus. Und das willst du ja gar nicht verpassen.
habe sozusagen sehr viele Leute wieder geaddet. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt wieder, keine Ahnung, 30, 40 Mal diese Nachricht am Start. Ich habe aber gesehen, wenn man einmal draufklickt, dass sie danach verschwindet. Manchmal klappt das bei mir beim Handy nicht, direkt draufklicken, weil die eine nach der andere halt joint. Aber wäre ziemlich geil, wenn das eine Einstellungssache wäre, dass man das komplett wegmacht. Weil wer zum Teufel schaut sich an, wer aus was welchen Geschenk rausbekommen hat. Man geht sowieso auf die Freundschaftsliste und guckt halt da, wem man jetzt ein Geschenk geben kann und wem nicht halt. Also das ist für mich mega nervig. Und auch vielleicht für die Aufnahme auch mega nervig. Wenn du schnell eine Aufnahme machen möchtest, stehen da erstmal 20 Namen oben drüber, wer was bekommen hat halt. Ne? Macht halt wenig Sinn. So, aber hier sieht man alle drei Despotas am Start. Die Sekunden werden enger. Also wir sind ja schon unter einer Minute im roten Bereich. Also wie gesagt, Arctos und Zapdos sind halt so Sachen, da muss alles perfekt laufen. Da ist halt, ist nicht so einfach wie Lavados, ne? Zu dritt noch einfacher, klar, Lavados zu dritt noch easy. Aber hier schon richtig am Stisseln, würde ich mal sagen. Also geht die Zeit richtig runter. Aber jetzt, wenn jetzt jeder drauf ballert, sage ich mal, dann geht die Party richtig los. Und es ist vollbracht. Nice. Also eigentlich von der Zeit her wie bei Lavados eigentlich, ne? Muss man ehrlich sagen. Wo ich sagen muss, dass ich bei Lavados ein bisschen mehr Zeit hätte, wenn ich jetzt da nicht rumgefummelt hätte mit meinem Team. Aber gut. Ja, und die Frage ist, shiny oder nicht shiny, Freunde? Das sehen wir, wenn das Licht angeht, würde ich mal sagen. Bin ich mal gespannt. Also schauen wir mal. Und bam, Freunde! Es ist ein shiny und zwar ein verdammt gutes shiny. 1673, 1680 ist, glaube ich, Max, wenn ich mich nicht irre. Und 1673 ist 98% shiny. Hier hat man gerade einen Fail gesehen, den ich eigentlich im Video direkt gezeigt habe. Und zwar, ich habe die falsche Beere rausgeballert. Ne? Man setzt, shiny ist halt safe catch. Da brauchst du halt nicht deine goldene Beere zu opfern. Obwohl man sagen muss, gut, davon hat man viel. Aber halt die Ananasbeere wäre besser, weil du dann drei Bonbons kriegst. Hier habe ich es einfach durch Vorfreude einfach verpeilt. Und ja, es ist ein 98er shiny Arctos, Freunde. Richtig geiler Scheiß. Ne, ich bin dir nochmal die Werte durchgegangen, weil ich selber jetzt nicht... das war mein allererstes Arctos-Raid in diesem neuen Event jetzt, nur so by the way. Also am Wochenende allererstes Arctos-Raid und allererstes Arctos-Raid Shiny plus 98, Freunde. Heftiger Scheiß. Heftiger Scheiß. So, das war's erstmal mit dem Video. Falls euch das gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Wir sehen uns. Bis hierhin, euer Sakadies. Ciao.